Rewe, Deutschlands zweitgrößte Supermarktkette. Von Ananas bis Zucchini, von Agavendicksaft bis Zitronenlimo, von Arnika-Salbe bis Zigaretten, von Anti-Schuppen-Shampoo bis Zahnpasta. Die Supermarktkette hat praktisch alles, was Kunden im Alltag brauchen. Rund 25 Millionen Menschen kaufen jede Woche bei Rewe ein. Warum gefällt es Ihnen bei Rewe? Dass Rewe mittlerweile gerade so Trends mitmacht, unverpackte Bio-Lebensmittel und so weiter. Das ist ein angenehmes Einkaufen. Das Angebot ist super. Und was bedeutet Rewe eigentlich? Regional, irgendwas, sowas vielleicht. Kommt so lange her, weiß ich nicht. Bezeichnung Rewe, gute Frage, weiß ich echt nicht. Das klären wir später. Wie sieht's mit dem Preis aus? Kann Rewe mit den Discountern mithalten? 50 Cent Preisspanne. Wir checken die Qualität. Schauen hinter die Kulissen von Rewe Eigenmarken und sehen uns Lieferketten genauer an. Erschreckend für mich zu sehen, vor allem wie die Federn aussehen, alles zerfetzt und zerrissen. Welches Image hat Rewe? Kann man den Werbekampagnen trauen? Die Zuckerkampagne von Rewe, das ist nichts weiter als ein guter Marketing-Gag, eine gute Marketingmaßnahme. Wie fair werden Mitarbeiter behandelt? Unbezahlte Überstunden, keine Spätzulagen. In einem anderen Rewe-Markt gab es das nicht, bei mir schon. Marktcheck checkt Rewe. In der deutschen Lebensmittelbranche herrscht seit Jahren ein erbitterter Preiskampf. Bisher haben die Discounter den Ton angegeben. Das will Rewe jetzt ändern, will Markenartikel genauso günstig anbieten wie die Billigkonkurrenz. Stimmt das? Wir machen den Check, stellen einen Warenkorb zusammen mit 19 Artikeln, Eigenmarken und Markenartikeln, darunter Mäglebutter, Nutella und Coca-Cola. Das vergleichbare Sortiment kaufen wir auch beim Hauptkonkurrenten Edeka, bei Kaufland und beim Discounter Lidl ein. Wer ist der günstigste? Edeka ist bestimmt am teuersten. Ich schätze, Edeka ist am teuersten und Lidl am günstigsten. Edeka der teuerste, Lidl der billigste. Ich habe es mal gehört vor langer Zeit, dass das so ist, dass die sich extremst anpassen an den Preisen. Ja. Richtig, die Preise liegen sehr eng beieinander. Rewe ist bei unserem Einkauf am teuersten, 38,68 Euro. Der günstigste Anbieter Kaufland liegt nur knapp 50 Cent darunter. 50 Cent Preisspanne. Zwischen allen vier. Okay. Na gut, ich hätte gedacht, dass es mehr ist. Aber dass es so wenig ist bei so einem großen Warenkorb, finde ich spannend. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo hinfahren extra zum Einkaufen, ja? Trotzdem, Preisführer ist Rewe nicht. Für Handelsexperten ist dieses Ziel ohnehin nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass ein Supermarkt wie die Rewe nicht versuchen sollte, die Preisführerschaft gegenüber den Discountern zu übernehmen, sondern sich auf seine Leistung konzentrieren sollte. Sortimentsvielfalt, Höflichkeit, Freundlichkeit des Personals, Beratungskompetenz, Bedienungsabteilungen. Das ist das, was die Kunden am Rewe schätzen gegenüber einem Discounter. Ein Preiskrieg würde die Rewe gegen Discounter letztendlich sowieso verlieren. Mittlerweile gibt es selbst bei Markenprodukten kaum noch Preisunterschiede zwischen Discountern und Supermärkten. Bei unserem Preischeck fällt uns aber noch etwas anderes auf. Beim Käse. In Rewe-Filialen kann man an drei verschiedenen Orten Käse kaufen. Einmal an der frischen Theke mit Bedienpersonal. Außerdem wird am Kühlregal abgepackter Käse vom Hersteller angeboten. Und dann gibt's da noch ein Kühlregal. Auch hier liegt abgepackter Käse. Der Käse aus den beiden Kühlregalen sieht ähnlich aus. Auch die Marke ist dieselbe. Doch die Verpackung ist anders. Was ist also der Unterschied? Wir lassen den Käse auf dem Stuttgarter Wochenmarkt probieren. Es schmeckt alles sehr gleich. Es könnte fast derselbe sein, würde ich sagen. Sehr, sehr nah beieinander auf jeden Fall. Schmeckt alles ziemlich ähnlich. Keinen großen Unterschied. Doch bei Verbrauchern hat die durchsichtige Verpackung eine ganz andere Wirkung. Der ist frischer. Warum? Weil da keine Werbung drauf hat. Sieht aus, als hätte man den gerade frisch
geschnitten und einfach verschweißt und dann noch den Kleber drauf gemacht. Aber nur nach der Verpackung will ich wahrscheinlich hier den oberen nehmen. Ja, das denkt man natürlich auch, dass der irgendwie in der Firma, irgendwie in der Fabrik geschnitten wird und der natürlich im Laden, aber ich glaub's eher nicht. Der wird beides gleich. Worin unterscheidet sich der Käse? Das wollen wir von einer Käse-Expertin wissen. Da kommt mir jetzt ein bisschen milder vor, aber schwer zu sagen. Fast gleich. Riecht auch gleich. Es ist der gleiche Käse, es ist nur anders verpackt. Schauen Sie, sehen Sie in der Farbe. Der einzige Unterschied ist, wenn Sie jetzt diese Packung, das wäre das Gleiche, wenn Sie jetzt so ein Stück haben am Stück, das schmeckt etwas anders. Aber so in Scheiben, egal ob so verpackt oder so verpackt, ist es das Gleiche. Auf der Rückseite ein Hinweis, die sogenannte Veterinärkontrollnummer. Über sie finden wir heraus, der vermeintlich frischere Käse hat eine lange Reise hinter sich. Ursprünglich kommt der Käse aus Holland, Österreich oder dem Allgäu. Dann landen alle in Thüringen, werden dort in Scheiben geschnitten und in eine durchsichtige Verpackung geschweißt. Von dort geht's weiter in die Rewe-Filialen. Was soll das? Das Verpackungsunternehmen wirbt, man habe ein Produkt entwickelt, das dem Verbraucher wie frisch geschnitten vom Bedienpersonal erscheint. Der Käse soll also den Anschein erwecken, als sei er frischer, frisch von der Rewe-Filiale. Der Schein hat seinen Preis. Der vermeintlich frischere Käse kostet den Verbraucher auf 100 Gramm gerechnet mehr. Ganze 59 Cent beim Leerdammer. Also ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass der hier teurer ist, ja, von der Verpackung her. Ja, unmöglich. Lug und Trug, gell, auf Schritt und Tritt. Das ist natürlich eine interessante Information. Ich meine, das weiß man ja nicht, dass der dann nochmal dafür wahnsinnig viel hin und her gefahren wird. Das natürlich, finde ich natürlich nicht optimal. Auch der Handelsexperte wundert sich über diese Verkaufsstrategie. Offensichtlich sind ja die Verbraucher der Meinung, dass die eine Verpackung eher wirkt, wie wenn es frisch aufgeschnitten ist. Insofern kann man das so machen mit so einer Verpackung, aber dann sollte es auch frischer aufgeschnitten sein, wie der andere Käse, der normal im Regal steht. Und insofern ist das, was hier gemacht wird, bedingt komplett hundertprozentig glaubwürdig. Was sagt Rewe dazu? Gerne hätten wir mit dem Unternehmen ein Interview geführt, doch man antwortet uns nur schriftlich. Der Preis des vorverpackten Käses orientiert sich am Preis des vergleichbaren Käses in der Theke. Wer für seinen Käse nicht zu viel zahlen will, vergleicht am besten immer die 100-Gramm-Preise. Mehr als 45.000 Produkte hat Rewe derzeit im Sortiment. Neben Markenartikeln auch Eigenmarken wie Ja, Rewes beste Wahl oder Rewe Bio. Die produziert das Unternehmen nicht selbst, man lässt produzieren. Hinter manchen Rewe-Produkten steckt ein bekannter Markenhersteller. Wie gut ist die Qualität der Rewe-Eigenmarken? Stiftung Warentest hat in den vergangenen 18 Monaten all diese Produkte unter die Lupe genommen. Im Schnitt bekommen die Artikel die Note 2,8. Vergleichbare Produkte von Hauptkonkurrent Edeka 2,9. Zwei Eigenmarken wollen wir genauer checken. Die Flips von Ja und die Rügenwalder Teewurst. Fleisch und Wurst wird bei Rewe unter der Eigenmarke Wilhelm Brandenburg verkauft. Doch was bedeutet die zunehmende industrielle Produktion eigentlich für den Metzger von nebenan? Dirk Schmidt leitet in siebter Generation die Familienmetzgerei im Westerwald. Er legt großen Wert auf die regionale Herkunft des Fleisches. Zu diesem Stück Fleisch habe ich einen sehr guten Bezug, weil wir haben es selber geschlachtet. Wir haben es selber verarbeitet. Ja, wir haben es nicht selber geholt. Der Bauer hat es zu uns gebracht im lebenden Zustand, was leider nicht mehr gang und gäbe ist.
Wir haben es selber verarbeitet und ich kann mit einem ruhigen Gewissen da dran gehen und sagen, hier, alles richtig gemacht, ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, dass ich ordentlich damit umgegangen bin und ich habe ein tolles Produkt in der Theke liegen. Doch die harte Konkurrenz der Supermärkte und Discounter hat dazu beigetragen, dass die Anzahl der Metzgereien in der Gegend und in ganz Deutschland in den vergangenen 10 Jahren immer weiter gesunken ist. Der Anblick der Knallerpreise in diesem Rewe-Prospekt hinterlässt bei Dirk Schmidt Ratlosigkeit. Wenn ich jetzt die Preise mir hier angucke, die sind ja fast um die Hälfte günstiger, wie die, die ich in der Ladentheke verkaufe. Ja. Wenn ich hier eine Beinscheibe sehe, wo ich denke, okay, was habe ich für das Tier beim Bauern bezahlt und was kommt da nachher als Endpreis raus, wo denke ich dann noch, wer möchte da noch Geld dran verdienen? Ja, ob es der Bauer ist oder ob es der Rewe ist. Ja. Also die Preise sind so weit nach unten geschraubt. Und ich warte auf den Tag, wo das Nackenkotelett günstiger ist wie das Katzenfutter oder das Hundefutter. Wie wird eine günstige Massenwurst hergestellt? Rewe lässt uns hinter die Kulissen der Rügenwalder Teewurst blicken. Hier bei Wilhelm Brandenburg werden an einem Tag 4 Tonnen Schweinehälften zerlegt, im Akkord. Die Herkunft des Fleisches? Überwiegend aus Deutschland, sagt man uns. Produktionsleiter Stefan Delken zeigt uns, welche Zutaten in die Rügenwalder Teewurst kommen. Letzten Endes sind wir alle an unsere Rezeptur gebunden. Laut Rezeptur kommt da Bäuche und Speck rein. Das gibt einmal den besonderen Geschmack wieder. Und die Qualität holen wir uns dann nochmal mit dem Fleisch. Und das zeichnet unsere Rezeptur aus. Und die Gewürze natürlich. Was in eine Rügenwalder Teewurst rein darf, ist nämlich streng geregelt. Das Rezept stammt aus dem hinterpommerschen Rügenwalde. Das liegt im heutigen Polen. Dort wurde die Wurst nachmittags zusammen mit Tee verspeist, daher der Name Teewurst. Nachdem die Wurstfabrikanten aus Rügenwalde im Krieg vertrieben wurden, gründeten sie neue Betriebe in Westdeutschland. Der Begriff Rügenwalder Teewurst ist heute als geografische Herkunftsbezeichnung geschützt. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs dürfen nur Unternehmen, die original Rügenwalder Teewurst in den Handel bringen, die eine Abstammung aus Rügenwalde nachweisen können. Das sind in Deutschland nur noch 3 Stück. Und er ist tatsächlich einer davon. Wilhelm Brandenburg, Inhaber der Originalrezeptur. Das Rezept ist noch von meinem Großvater aus Rügenwalde und ich habe es circa vor 20 Jahren von meinem Vater erhalten. Darauf ist er stolz. Ja, weil es halt fast einzigartig ist. Es ist im Familienbesitz. Nur er kennt das Rezept. Was, wenn ihm etwas passiert? Für solche Fälle ist bei der Bank im Tresor die Rezeptur hinterlegt und dann in so besonderen Fällen, dann könnte ich ran. Zuerst kommt das Fleisch in den Fleischwolf und landet danach mit weiteren Zutaten in einem großen Industriekutter. Fertig ist die Masse für die Rügenwalder Teewurst. Und die kommt jetzt in eine Räucherkammer. Geräuchert wird mit Buchenholz. Nach 3 Tagen hat sich die Wurst äußerlich und innerlich verändert. Die Wurst räuchert man aus 2 Gründen. Einmal möchte man eine schöne Farbe erzeugen und auf der anderen Seite brauchen wir für unsere Teewurst auch einen Geschmacksgeber oder einen Rauch setzen wir zu, damit der Geschmack unterstützt wird. Und speziell Buchenholz hat sich im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt, dass das der Rauch ist für unsere Teewurst, der am besten passt. Noch eine Woche Ruhekammer bei 15 Grad. Fertig ist die Rügenwalder Teewurst für die Verpackung. Hier wird so viel Rügenwalder Teewurst produziert, dass jeder 10. Deutsche einmal im Jahr eine Wurst verdrücken könnte. Zurück zu Metzger Schmidt aus dem Westerwald. Wir haben Wurst und Fleisch bei Rewe eingekauft.
Wie bewertet er die Qualität? Zuerst beim marinierten Fleisch. Ja, hierbei springt mir direkt so das Fettgedruckte ins Auge. Vor dem Verzehr gut durchgaren. Also ich mache bei meinen Grillseminaren, sage ich den Kunden, Schweinefleisch kann auch rosa sein. Ja, es muss nie durchgegart werden. Und hier wird explizit drauf geschrieben, bitte Schweinefleisch vor dem Verzehr durchgaren. Ja, nicht zum Rohverzehr geeignet. Mit 4,82 Euro ist das nicht teuer, und aber kann auch nicht viel sein. Und die Ja-Fleischwurst für 43 Cent pro 100 Gramm? Ja, es ist eine eingefärbte Kunststoffhülle. Und wenn ich meine dagegen lege, ich denke, die hat Rauch gesehen. Oder ich weiß, dass die Rauch gesehen hat. Und die hat mit Sicherheit keinen Rauch gesehen. Ja? Sondern die wird einfach in einem Kesselbad einfach nur gekocht werden. Und ich sag mal, eine typische Fleischwurst für mein Verständnis braucht Rauch. Das ist hier Industrieware. Zum Vergleich, die Fleischwurst von Dirk Schmidt kostet fast das Dreifache. Was mir hier auffällt, ist halt eine begaste Verpackung, ja, und durch den gewölbten Deckel. Was mir nicht gefällt, ist dieses aufsaugende Material, weil es ist zwangsläufig, dass wenn ich Fleisch aufschneide, auch Fleischsaft irgendwann austritt. Heißt also, das Schnitzel wird zum Ende hin immer leichter werden, weil immer mehr hier in diesem Pad aufgesaugt wird. Und zu guter Letzt, wie findet er die Rügenwalder Teewurst? Eine schöne cremige Konsistenz, ein bisschen Raucharoma auch dabei. Also an sich eine runde Wurst. Das probiere ich meine mal. Seine eigene schmeckt besser. Ist doch klar. Wo kommt das Fleisch von Wilhelm Brandenburg her? Das wollen wir bei diesem Produkt genauer herausfinden. Putenfleisch. Laut Etikett sollen die Tiere in Deutschland aufgezogen und geschlachtet worden sein. Das Fleisch soll von einem Schlachthof in Bayern stammen, der süddeutschen Truthahn AG. Wir sind auf dem Weg dorthin. Unser Reporter wird von Tierschützer Friedrich Müllen begleitet. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Fleischindustrie. Kurz vor dem Rewe-Fleischzulieferer entdecken die beiden einen Tiertransporter der süddeutschen Truthahn AG. Rote Folie, ja, das ist er. Gleich sehen wir eine große Menge Truthähne. Aber der ist ja genagelt voll, der Putenlaster. Ja, also die sitzen eng an eng. Also ich kann jetzt schwer schätzen, wie viele in einem Käfig sind, aber viel Platz haben die nicht. Und sieht grausam aus. Erschreckend für mich zu sehen, vor allem wie die Federn aussehen, alles zerfetzt und zerrissen. Man sieht auch, dass die Schnäbel verstümmelt sind, wie in der Putenmassentierhaltung üblich. In der Massenmast werden meist die sogenannten Big Six Puten gezüchtet. Sie setzen in wenigen Monaten besonders viel Fleisch an. Tierschützer kritisieren diese Mast. Das ist eine völlig überzüchtete Turborasse, selbst anhand der Maßstäbe von Überzüchtungen bei anderen Tierarten. Die haben eigentlich ein Ablaufdatum. Die sind halt drauf getrimmt auf diese 4-5 Monate Mast, sollen bis zu 20 Kilogramm schwer werden, die Männchen. Brustmuskel möglichst groß, die können am Ende nicht mal mehr richtig stehen. Die knicken dauernd weg, die haben Verletzungen, die haben alle möglichen Probleme. Im Prinzip ist das ein aufgeblähtes Küken, was schon körperliche Probleme hat wie ein alter Greis. Mittlerweile sind wir am Ziel. Und das ist jetzt hier der Schlachthof? Genau, das ist die Süddeutsche Truthahn AG. Hier steht ja auch diese ganze Flotte von Tiertransportern schon für die nächsten Touren bereit. Und wir sehen auch Full House, also alle Arbeiter da, weil die schlachten ja jetzt gerade. Boah, der Gestank. Boah, das ist. Wünsche ich ja den Leuten mal im Supermarkt. Wir schauen uns um. Es ist früh am Morgen. Immer wieder kommen neue Laster an. Voller Puten. Frischfleisch.
Die Puten werden in einer Halle abgeladen, warten auf ihre Schlachtung. Vom Ventilator gibt's Frischluft. Ja, es ist wahrscheinlich unumgänglich, weil die wollen ja nicht, dass ihnen sozusagen ein paar Sekunden oder Minuten, bevor der Profit beginnt, die ganzen Tiere sterben und in die Tierkörperverwertung wandern. Nämlich das würde passieren, wenn man solche sommerlichen Temperaturen hat und nicht so einen riesigen Ventilator vor den Tieren abstellt. Das Putenfleisch, das aus diesem Schlachthof kommt, landet auch bei Rewe in der Kühltheke. Nach unseren Recherchen beliefert der Schlachthof außerdem auch Penny und Netto. Die hohe Nachfrage nach Putenfleisch führt dazu, dass die Tiere mittlerweile über hunderte Kilometer transportiert werden. Die Puten für diesen Schlachthof etwa kommen aus Deutschland, Österreich, Ungarn und Tschechien. Warum kommen die nicht aus der Region? Naja, weil die Region das gar nicht hergibt. Hier ist auch alles voller Putenmastanlagen. Nur die Leute essen so viel Putenfleisch, dass solche Schlachtfabriken eben ganz Europa zu Hilfe nehmen, um eben aus Südungarn zum Beispiel lebende Puten hier nach Bayern zu karren, um sie hier umzubringen. Und natürlich auch dem Verbraucher damit zu vermitteln, kommt ja aus Bayern, passt alles. Auf der Rewe-Packung wird mit geprüfter Qualität aus Bayern geworben. Wie kann Rewe die richtige Herkunft seines Fleisches kontrollieren? Man schreibt uns: Rewe hat vertraglich und detailliert mit der Süddeutschen Truthahn AG vereinbart, ausschließlich in Deutschland oder in Österreich aufgezogene Puten zu verarbeiten. In welchen Produkten landet dann die ungarische und tschechische Pute? Das will uns der Schlachthof auf Nachfrage nicht verraten. Was ist denn Ihr Appell? Was fordern Sie denn auch von uns Verbrauchern? Also Soko Tierschutz fordert ganz bewusst von den Verbrauchern, denn die Politik versagt ja total, dass man sich endlich mal damit beschäftigt, dass man sich informiert und dann sich die große Frage stellt, möchte ich an all diesen Wahnsinn aus Tierausbeutung, aus Quälerei noch teilnehmen oder nicht? Denn es gibt wunderbare Alternativen, man kann wunderbar gesund, zum Beispiel vegan leben und schützt diese Tiere vor all diesem Wahnsinn. Auch wenn das Rewe-Putenfleisch aus Deutschland oder Österreich stammt, Tiertransporte sind nicht vermeidbar. Und über hunderte von Kilometern auch völlig legal. Bevor wir dieses Rewe-Produkt unter die Lupe nehmen, wollen wir erstmal das Image des Supermarkts checken. Was heißt Rewe eigentlich? Ich nehme mal an, dass es sich irgendein Akronym aus irgendwelchen Buchstaben ist, aber mehr weiß ich nicht. Regional, hab alles da, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt echt keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen, habe ich auch noch nie hinterfragt. Ich gehe rein, weil es hier schön ist, umfangreich. Ich kriege das, was ich immer will und es ist schön gemacht hier. Aber Bezeichnung Rewe, gute Frage, weiß ich echt nicht. Helfst du mir auf die Sprünge? Na klar. Rewe ist eine Abkürzung. Für Revisionsverband der Westkaufgenossenschaft. Den Namen gibt es seit 1926. Rewe ist ursprünglich eine Einkaufsgenossenschaft vieler selbstständiger Kaufleute. Das Ziel? Durch den Verbund die Einkaufspreise bei den Herstellern drücken. Anfang der 30er Jahre ging es vor allem um Haselnüsse, Aprikosen und Rosinen. Schon Ende der 40er Jahre nimmt Rewe Eigenmarken ins Sortiment. Ende der 70er Jahre wächst Rewe immer weiter. Es schließen sich immer mehr Kaufleute aus ganz Deutschland an. Mittlerweile betreibt die Genossenschaft mit Sitz in Köln auch viele eigene Läden. Zur Rewe Group gehören inzwischen neben Rewe auch der Discounter Penny, der Baumarkt Thom und der Reisevermittler der Touristik. Was schätzen die Kunden bei Rewe? Dass Rewe mittlerweile gerade so Trends mitmacht, unverpackte Bio-Lebensmittel und so weiter. Man kriegt sehr viele auch regionale Produkte, wo ich auch wirklich Wert drauf lege eigentlich. Man merkt auch, dass hier so ein Wert darauf gelegt wird, dass die Verpackungen zum Beispiel, also dass weniger Plastik benutzt wird bei den Verpackungen. Und das ist auch so ein Punkt, der mir gut gefällt. Rewe hat schon früh den Trend erkannt. Plastikverpackungen bei Obst und Gemüse reduziert. Die Plastikquote bei Obst und Gemüse liegt bei Rewe bei 59%. Nur Edeka ist noch besser.
Die Marke Rewe genießt das Vertrauen der Kunden. Woran liegt das? Marketing-Experte Markus Voth von der Universität Hohenheim beobachtet die Handelskette schon lange. Die aktuellen Trends Bio, Nachhaltigkeit, Regionalität bei Lebensmitteln sind Trends, die Rewe noch ein bisschen konsequenter aufgreift, als das den Wettbewerbern Edeka oder Kaufland vielleicht gelingt. Das sind alles sozusagen kleine Mosaiksteine, die zusammengenommen aber eine sozusagen größere Glaubwürdigkeit in den Augen von Kunden herbeiführen. Zwei Image-Kampagnen wollen wir uns anschauen. Zunächst die Rewe-Regionalität. Wie gut ist das regionale Gemüse und Obst tatsächlich? Die Rewe-Werbung verspricht jedenfalls viel. Mein Obst und Gemüse kommt frisch vom Feld direkt in den Markt. Ich sag den Leuten immer, kocht mit frischen Produkten aus der Heimat. Das schmeckt gut und ihr unterstützt die Region, die Traditionen und die Menschen, die hier leben und arbeiten. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Entdecke jetzt die Produktvielfalt der Region und tolle Rezepte im Markt und online. Gut für dich und deine Region. Rewe, dein Markt. Öko-Journalist Jürgen Stellpflug kennt die Branche. Regionales Gemüse steht bei Verbrauchern hoch im Kurs. Verbraucher, die regionale Produkte kaufen, wollen dreierlei. Zum einen wollen sie natürlich Transportwege, damit Umweltbelastung vermindern. Zum zweiten wollen sie gerade bei frischen Produkten, bei Obst und Gemüse, eben reife Produkte, die viele Vitamine enthalten und besser schmecken. Und zum dritten wollen sie die Wirtschaftskraft in der Region lassen. Und da stellt sich die Frage, passiert das denn wirklich? Denn die Handelskonzerne sind keine, die Geld zu verschenken haben, sondern die verhandeln ganz, ganz hart die Preise. Und das heißt, da bleibt keine Wirtschaftskraft in der Region. Mit dem, was die Handelskonzerne zahlen, da können die Bauern vielleicht gerade überleben, aber mehr auch nicht. Wir sind in einem großen Anbaugebiet für Obst und Gemüse. Was hier geerntet wird, landet auch in den Supermärkten. Offen will mit uns niemand über die Lieferbedingungen sprechen. Die Landwirte haben Angst. Die Supermärkte und Discounter beherrschen 85% des deutschen Marktes. Da macht man sich keine Freunde, wenn man da offen spricht und kritisiert. Man wird dann knallhart ausgelistet. Bestehende Verträge werden gekündigt. Da kann ich als Bauer dicht machen. Eigentlich ist er gern Bauer, liebt die Arbeit auf dem Feld. Allerdings machen es ihm die Lebensmittelriesen nicht gerade leicht. Der Druck, der auf ihm lastet, ist immens. Bestellmengen werden vorher schriftlich nicht fixiert und kurzfristig dann reduziert. Manchmal wird unser Obst und Gemüse wegen angeblicher Qualitätsmängel gar nicht erst angenommen, wenn die Ware am Ende nicht verkauft wird. Wir als Bauern tragen einen erheblichen Teil des finanziellen Risikos. Den Profit, den tragen die Supermärkte und die Discounter vom Feld. Er kann offen über die Situation sprechen. Denn er baut Weizen an, ist deshalb vom Handel nicht abhängig. Der rheinland-pfälzische Bauernpräsident fordert vom deutschen Lebensmitteleinzelhandel schlicht faire Preise. Ich wünsche mir, dass in der Gesamtwertschöpfungskette der Handel seiner Verantwortung nachkommt und die immer wieder geäußerte Bereitschaft der Verbraucher, mehr für regional und nach gewissen Standards produzierten Lebensmittel zu bezahlen und diesen gar nicht so großen Aufschläge an die Produzenten weitergibt, damit die wirtschaftlich überhaupt in die Lage versetzt werden, gestiegene Anforderungen an die Produktion auch wirklich in den Betrieben umzusetzen und dass deren Existenz als solches auch erstmal abgesichert wird. Von den Preisen, die im Supermarkt verlangt werden, landet beim Bauern kaum etwas. Ein Kilo regionale Karotten kosten bei Rewe 1,39 Euro. Im Schnitt bekommt ein Bauer nur 39 Cent dafür. Für ein Kilo Zucchini 40 Cent, ein Stück Blumenkohl 59 Cent. Im Laden kosten die dann 1,49 Euro und 1,99 Euro. Was die Bauern außerdem ärgert, in den Supermärkten kommt nur ein kleiner Teil der Produkte aus der Region. Nach meiner Meinung sind das reine Lockvogelangebote. In der großen Menge wird doch kein regionales Obst und Gemüse platziert. Der deutsche Erzeuger ist doch absolut austauschbar. Dem Supermarkt ist es komplett egal, wo er die Ware bestellt. Ob Gemüse aus Spanien, Kartoffeln aus den Wüsten Nordafrikas oder Spargel aus Peru.
Hauptsache, der Preis stimmt. Zu den günstigen ausländischen Preisen können wir einfach nicht produzieren. Regionalität. Das klingt gut, doch die regionalen Bauern haben davon kaum etwas. Der Konzern schreibt uns dazu: Wir achten bei unserer Einkaufspolitik sehr genau darauf, dass der intensive Preiskampf im deutschen Lebensmitteleinzelhandel nicht zulasten der kleinen und mittelständischen Unternehmen geht. Weiter mit einer anderen Kampagne von Rewe, die zuckerreduzierten Eigenmarken. Das Leben schmeckt auch mit weniger Zucker. Darum hat Rewe schon bei 100 Produkten den Zucker reduziert. Rewe, dein Markt. In all diesen Produkten will Rewe den Zucker reduziert haben. Du bist Zucker. Und dabei durften Kunden sogar mitbestimmen. Bei Rewe entscheidest du. Wähle deinen Lieblingspudding aus 4 Zuckerstufen und stimme online ab. Wir wissen, wenn wir Kunden stärker integrieren in alle unsere Aktivitäten, führt das zu einer größeren Nachhaltigkeit in der Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen. Und so ist eben auch die Aktion, die Kunden mit auswählen zu lassen, welche Produkte besser schmecken, welche Produkte sie im Regal sehen wollen, eine Möglichkeit, im Grunde Kunden an sich zu binden und im Grunde dazu einen Beitrag zu leisten, dass die Kunden über Rewe reden, von Rewe erzählen und auch andere im Grunde wie so kleine Werbeträger versuchen, von Rewe zu überzeugen. Doch wie viel Zucker ist wirklich weniger drin? Wir haben mal mit Würfelzucker nachgerechnet. Bei den Honeyweeds ist eine deutliche Reduktion erkennbar. Beim Joghurt gerade mal ein Würfelzucker. Bei der Cola fällt die Reduktion kaum auf. Wie bewertet das der Experte? Die Verbesserung bei der neuen Cola, und da muss man sagen, in Anführungszeichen, heißt, dass die neue 1,3 Gramm weniger Zucker enthält. Das heißt, das Produkt war ungesund und ist ungesund. Das neue Produkt wird auch nicht gesund, dadurch, dass da ein Veganzeichen drauf ist. Sein Gesamtfazit zur Rewe-Zuckerkampagne? Alle Bemühungen, Zucker zu reduzieren, sind sinnvoll, denn die Deutschen essen viel zu viel Zucker. Aber die Zuckerkampagne von Rewe, das ist nichts weiter als ein guter Marketing-Gag, eine gute Marketingmaßnahme. Denn richtige, wirkungsvolle Reduktion, die findet bei den Produkten nicht statt. Das ist nur Kosmetik. Der Kapitol-Filmpalast in Albstadt zwischen Man in Black und Popcorn machen wir hier unseren zweiten Qualitätscheck. Wie gut sind die günstigen Jahrflips im Vergleich zum gut und günstig Produkt von Edeka und den teuren Markenartikeln? 100 Gramm kosten bei Rewe und Edeka gerade mal 35 Cent. Die Erdnussflocken von Lorenz und die Erdnussflippis von Funny Frisch mehr als das Doppelte. Teuer gegen günstig. Welche Flips sind am besten? Damit die Kinobesucher nicht durch die Marken beeinflusst werden, füllen wir die Flips in neutrale Becher ab. Ich liebe Erdnussflips. Die sind halt so knackig und vom Fernsehen so halt, ja, die machen halt schon Spaß so. Ne? Das Problem ist, man kann ja nicht mehr aufhören, wenn man anfängt damit. Ja. Wie beim Popcorn. Und unsere Flips scheinen gut anzukommen. Aber warum machen Erdnussflips eigentlich so süchtig? Ernährungsmediziner Matthias Riedel kennt die Antwort. Hinter der Sucht steckt eine Urangst. Entwicklungsgeschichtlich ist für uns das Verhungern eine der größten Bedrohungen. Das führt dazu, dass alles, was viel Energie beinhaltet, von uns mit großem Genuss gegessen wird. Und deshalb fliegen wir so auf Fett- und Kohlenhydratmischungen. Wenn die noch ein bisschen Zucker beinhalten, dann sind wir dem hilflos ausgeliefert. Erdnussflips bestehen hauptsächlich aus viel Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Erdnüssen, Salz und Gewürzen. Wir sind zu Gast in der Rewe Erdnussflips-Fabrik. In dieser Maschine wird dem Maisgrieß Wasser zugegeben.
Wie durch Zauberhand entstehen Unmengen an Flips. 120 Stück pro Sekunde. Das Verfahren heißt Extrusion. Durch die Förderung und die Verdichtung des Materials entsteht hohe Hitze und hoher Druck. Und dadurch expandiert es vorne am Auslass der Düse. Puft also auf wie Popcorn. Anschließend geht's durch den Trockenofen, damit die Flips schön knusprig werden. Noch aber fehlt der Geschmack. Der entsteht hier. Kiloweise Erdnüsse werden geröstet, gemahlen und mit Sonnenblumenöl und Salz vermischt. Es entsteht eine braune, dicke Flüssigkeit. Ja, hier ist halt die Hauptkalorienträger natürlich das Fett. Zum einen, was wir zugeben und zum anderen natürlich aus der Erdnuss. Die kalorienhaltige Masse kommt in eine große Trommel und wird mit den Maisflips vermischt. Fertig sind die Erdnussflips zum Verpacken. Und zufrieden? Genau so muss ein Erdnussflip schmecken. Wie gut ist das Jahrprodukt? Zur Erinnerung, die Markenprodukte von Fanny Frisch und Lorenz sind mehr als doppelt so teuer. Dafür haben sie aber auch eine ganze Menge Geschmacksverstärker in der Tüte. Die Beimengungen von Geschmacksverstärkern und Zucker haben bei den Markenprodukten zwei Ziele. Einmal sollen sie natürlich den Verbrauch steigern, den Konsum erhöhen. Und zum anderen bekommt der Kunde ein ganz individuelles Geschmacksmuster, was er mit diesem Produkt verbindet. Das Rewe-Produkt ist deshalb das gesündere, weil hier auf die Beimengung von Geschmacksverstärkern und zusätzlichem Zucker verzichtet wurde. Ein Pluspunkt für das Rewe-Produkt. Und wie schneiden die Jahrflips im Geschmack ab? Viele unserer Testbecher sind fast leer. Die Kinobesucher stimmen mit einer Erdnuss für ihren Favoriten. Welche Marke kam am besten an? Die waren echt richtig kross, nicht so lätschig. Die sind ihr zu erdnussig. Ich find's gerade richtig. Aber ich finde, vom Aussehen her sprechen die mich doch besser an. Und ich mag das nicht so ganz erdnussig. Und ich finde, die sind einfach einen Ticken besser gewürzt. Drei war jetzt bei mir so eine gute Mischung, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich so meine Geschmacksrichtung, wo mir am besten geschmeckt. Jetzt kommt die Auflösung. Wer hat einen teuren, wer einen günstigen Geschmack? Dachte ich mir fast, ja. Das Ergebnis unseres großen Knabberchecks, die Erdnussflips von Edeka, gewinnen mit 34%. Schlusslicht Rewe mit 15%. Letzter Check. Fairness. Wie geht Rewe mit seinen Mitarbeitern um? Ich würde Rewe weiterempfehlen, da hier nette Kollegen, lustige Kollegen arbeiten. Es ist kein Team, das ist eine Familie. Und das hat mich auch recht beeindruckt an dem Job. Rewe kann ich nur empfehlen. Als Kunde und als Mitarbeiter. Arrivederci. Tschüss. So wirbt Rewe um Mitarbeiter. Doch wie sieht die Realität aus? Wir treffen eine ehemalige Marktmitarbeiterin. Sie will unerkannt bleiben. 2 Jahre hat sie in einem Markt gearbeitet. Ihre Verträge liefen immer nur ein halbes Jahr. Nach einiger Zeit war sie in der Spätschicht für alles verantwortlich. Ich war meist eine halbe Stunde vor Schichtbeginn da. Tresor checken, die Kassen an die Kollegen rausgeben. Eigentlich ging die Spätschicht bis 22 Uhr. Da macht der Laden zu und bis dahin bin ich bezahlt worden. Danach war ich manchmal mehr als eine halbe Stunde mit der Kassenabrechnung beschäftigt. Unbezahlte Überstunden, Verantwortung in einem Markt und das für 12 Euro die Stunde. Laut Verdi hätten ihr mindestens 14 bis 17 Euro zugestanden. Besonders eigenartig, wenige Kilometer entfernt gibt es einen anderen Rewe-Markt, der seine Mitarbeiter deutlich besser bezahlt. Ich kannte jemanden aus dem Markt. Da hat man keine unbezahlten Überstunden gemacht. Der Stundenlohn war um einiges höher. Ich bin mir irgendwann total verarscht vorgekommen. Wir sprechen mit weiteren Rewe-Mitarbeitern.
Auch sie bestätigen uns, dass es Unterschiede bei Lohn- und Arbeitsbedingungen gibt. In dem einen Markt habe ich nach 20 Uhr Spätzulagen bekommen. Das waren immerhin 20-50% mehr Geld pro Stunde. Da gab es auch Weihnachts- und Urlaubsgeld. In dem anderen Markt waren das Fremdwörter. Was ist da los bei Rewe? Wird gleiche Arbeit nicht mit gleichem Gehalt belohnt? Es gibt zwei Arten von Rewe-Märkten. Manche gehören dem Konzern selbst. Hier gelten Tarifverträge. Manche Märkte aber gehören selbstständigen Kaufleuten. Die entscheiden selbst, ob sie nach Tarif zahlen oder nicht. Von insgesamt 3.600 Rewe-Märkten in Deutschland wird nur in der Hälfte der Tariflohn garantiert. Zum Vergleich, bei Edeka liegt der Anteil der privaten Märkte bei über 80%. Hier ist in weniger als 20% der Tariflohn garantiert. Warum gibt es Rewe-Kaufleute, die keinen Tariflohn zahlen? Wir sprechen mit einem ehemaligen Inhaber. Er hätte gern mehr bezahlt, sagt er, aber er konnte einfach nicht. Als ich meinen Laden übernommen hatte, lief der anfangs nicht wirklich gut. Der Standort war nicht optimal, die Konkurrenz im Ort zu groß. Da hat man nur eine Möglichkeit, schwarze Zahlen zu schreiben. Den Lohn der Mitarbeiter möglichst niedrig halten. Sonst hätte sich das für mich nicht gerechnet. Bei der Standortauswahl redet Rewe mit. Trägt der Konzern also auch eine Verantwortung für die teilweise deutlich unter Tarif gezahlten Löhne? Rewe schreibt, es gebe zwar verpflichtende Standards für die Kaufleute, aber die Personalhoheit in den von Kaufleuten geführten Märkten obliegt ausschließlich dem selbstständigen Kaufmann. Bernhard Franke von Verdi sitzt im Rewe-Aufsichtsrat und fordert schon lange einen einheitlichen Lohn für alle Mitarbeiter. Die Rewe sollte verbindlich durchsetzen, dass alle Rewe-Händler sich an die Tarifverträge halten müssen, dass es Betriebsräte gibt, die die Interessen der Beschäftigten wahren. Das wäre für die ganze Rewe ein mächtiger Imagegewinn. Es wäre ein Vorteil für die Kunden, weil die endlich mit gutem Gewissen dort wieder einkaufen können. Und natürlich würden die Beschäftigten davon profitieren, dass sie anständige Arbeitsbedingungen haben. Unser Gesamtfazit. Fairness. Bei der Bezahlung lässt Rewe ein Zwei-Klassen-Gehaltssystem zu, das einige Beschäftigte in privaten Märkten benachteiligen kann. Beim Preis von Markenartikeln kann Rewe mit den Konkurrenten und den Discountern fast mithalten. In Sachen Qualität haben die Erdnussflips und die Teewurst gut abgeschnitten. Dennoch gibt es auch beim Rewe-Fleisch Tiertransporte über hunderte Kilometer. Image. Die Werbekampagnen von Rewe kommen bei den Kunden an. Der Supermarkt wird als glaubwürdig wahrgenommen. Marktcheck checkt Rewe.